Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir spielen diesmal ganz neu die Jägerin. Sind natürlich auch noch auf Level 1. Hier haben wir die Stärke und zwar das Jagdbeil. Eine Fähigkeit, die sie von ihrer Mutter gelernt und in der Wildnis perfektioniert hat. Die Jägerin kann Beile mit tödlicher Präzision werfen. Du beginnst die Runde mit 5 Beilen. Lade den Wurf auf. Für die maximale Wurfgeschwindigkeit. Beile können bei Schließschränken aufgefüllt werden. Das klingt auf jeden Fall gut. So viel jedenfalls erstmal eben zu ihr. Ich denke, wir versuchen auch gleich eine Lobby zu öffnen. Tägliche Rituale könnte man jetzt gucken, brauchen wir aber nicht. Und dann machen wir auch direkt die Lobby auf. Die hat auf jeden Fall einen netten Schleier dabei. Und die hübsche Hasenmaske natürlich, ne? Das ist jetzt unser Killer Bunny. Ja, mal gucken, wie wir uns mit der Killerin einfinden können, wie schnell wir zurechtkommen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht allzu lange auf sich warten lässt. Und auch das Spiel lässt in diesem Falle nicht lange auf sich warten, sondern geht direkt los. Gucken, ob es uns was bringt. Und vor allem, in welcher Map wir starten. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche Survivor dabei sind, aber wir werden schon welche finden. Da bin ich ganz optimistisch. Licht anpassen. Gut. Sehen wir uns auch besser. Und werd fertig mit Laden. Ist er geworden, da steht sie schon. Melancholisch, wie sie ist. Und summt vor sich hin. Da gucken wir doch mal. Da hinten sind noch 2 Generatoren. Ob sich dort jemand verbirgt. Gerade was gesehen. Oh, das ist nicht so einfach. So. Macht nichts. Eine Axt hat getroffen. Oh. Gegen die Kante? Oh, wir haben nur noch eine. Na, wo willst du hin? Jetzt können wir wieder Äxte aufladen. So, können wir erstmal ihn aufheben. Und dann nehmen wir den mal mit zu einem Haken. Wehrt er sich? Ja, der wehrt sich. Und da hängt der Erste. Tschüss. Das im Übrigen war gerade die Person, die mit der Killerin auch aufgetaucht ist. Oh, sieh an. Neue Äxte. Da hinten ist was fertig geworden, wie man hören konnte. Den lassen wir mal hängen. Ruhe ist auch noch geschlossen. Hier wird gearbeitet. So. Da, 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 da. So, wo seid ihr? Ach, da bist du ja wieder. Hey!
Hallo. Ich hab da gerade einen Freund zurückgelassen. Ja, krieg mal. Egal. Ja, komm mit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unfair. Au, oh, den hängen wir auf dem Berg. Da habe ich noch Lust zu. Quasi schön an dem Marterpfahl. So. Hier. Holt ihn euch. Ich werde da bestimmt nicht rumwarten. Hä? Der läuft doch schon. Jetzt wollen wir mal gucken. Aha. Na du? Ups. Der ist davor gerannt. Erste Mal. Jawohl. Das war doch schön. Hier, dich hängen wir hier auf. Und hier vorne war noch dein Kollege irgendwo, der Jarvis. So, kannst dich gerne frei wiggeln. Ach, schade, du bist tot. Da sind wir aber gnadenlos. Ich habe ich gehört. So, dann komm mal mit. Das macht echt Spaß mit dir. So, dran gehängt. Tschüssi. Darf's kämpfen. Knapp gewesen. So, jetzt bist du gefällig. Oh, ich habe keine Wurfäxte mehr. Das macht gar nichts. Wir können ja gleich mal eben auffüllen gehen. Erstmal laufen wir hier so ein bisschen hinterher. So, dann haben wir auch schon wieder ein paar Wurfäxte. Und dann gehen wir da hinten nochmal suchen. Irgendjemand hat ja auch geholfen. Na, was jetzt? Ja, genau, rennen. Lauf um dein Leben! So.
Run! Run! Okay. Wenn ihr es so wollt. Ah, da vorne war doch jemand. So, erste Mal. Palettenkick hier. So. Sonst hier drinnen nochmal eben um. Ach, das war dein Ernst. So. Wir hängen dich schon irgendwo hin, keine Sorge. Ja, werde ich nur. Werde ich nur, jawohl. So. Und zack, hängst du. Bitteschön. Okay. Na, wo seid ihr hin? Okay. Du bist noch da? Scheiße, haben wir nicht durch. Willst du mich völlig verarschen? Da ist das Mist. Einer ist angeschlagen. Die anderen beiden nicht. Einer draußen, einer fehlt noch. Zwei fehlen noch. Schade. Die Runde lief doch schlechter, als ich gedacht habe. So, dich kriege ich jetzt. Dich kriegen wir jetzt. Scheiße. Okay. Hast dich schön bewerkbar gemacht. Rennen. Renn weiter, es geht um Leben und Tod.
Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Und da hängst du. Tot. Ja, die haben wir auch erwischt. Einer ist noch im Freien. Okay. Der wird wahrscheinlich am anderen Ausgang sein. Ach, da bist du. So. Ja, lauf doch weg. Dich verlieren wir nicht aus den Augen. Oh! So war das nicht gedacht. Fuck! Tja, der Ausgang ist noch nicht offen, mein Lieber. Oh. Jetzt willst du es wissen, wa? So, jetzt bist du hin. Und jetzt mach ich dich fertig. Tja, Luca hat auch nicht gefunden. Das wäre seine letzte Chance gewesen. So. Und jetzt wird auch er aufgehängt. Tja, drei erwischt. Ist doch besser ausgegangen, als ich gedacht habe. Unbarmherziger Killer. Ja, war gut. Good game, Mate. Also damit wollte er nochmal eben direkt sagen, so von wegen, dass wir kein gutes Spiel geliefert haben. Aber heute machen wir gleich zwei. Zwei Runden machen wir. Einfach mal, um da hineinzukommen. Ihr wollt ja bestimmt auch noch mal eine weitere Runde mit der Jägerin sehen. So, Phoenix haben wir dabei. Black Sherry, bla bla bla, dies und das. Und alle spielen Claudette. Bis auf er. Dreimal Claudette, einmal Jake. Jetzt werden wir mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Backwater Sumpf oder Haddonfield? Ah, ich hoffe beides nicht. Beides scheiße dafür. Zu wenig Platz, um Äxte zu werfen. Aber wir werden es ja merken. Ne? So sehe ich es zumindest. So, ich drehe mal eben kurz das Mikro noch ein Stück. Gut. Und dann wollen wir mal schauen. Gleich ist er fertig mit Laden. Da können wir unsere nächste Killerrunde beginnen. Schauen, wie wir uns da schlagen. Wenn wir noch gnadenloser sind als vorher. Oh, wir sind im Backwater-Sumpf. Derbst dämlich.
Okay. Wir können ja auch einfach mal nach oben gehen. Runter gucken, wo die Leute sind. Niemanden gesehen. So. Da oben ist auch noch keiner zugange. Bei diesem hier. Aber vielleicht ist jemand im Keller hier. Wenn denn irgendwo einer wäre. Okay, hier wird gebastelt. So. Da rennt die erste. Einmal getroffen. Oh, jetzt willst du aber flüchten, wa? Dann renn mal lieber. Zack! Entschuldigung. Da haben wir sie niedergesmashed. Oh, da ist direkt ein Haken. Das ist ja super. Am Spielfeldrand. So. Aufgehängt, weggegangen. Hier ist noch keiner am Basteln. Vielleicht hier hinten wieder? Okay, sie haben sie gerade befreit. Gerade befreit heißt gerade befreit, aber das heißt noch längst nicht, dass sie sicher ist. Oh. Die will mich doch verarschen. Humpelt hier rum, ey. Zack! Liegste! Oh, hier sind überall Haken, so wie es aussieht. Na, wie weit ist denn der noch entfernt? Oh, ziemlich weit. Oh, jetzt hast du es geschafft. Na, wo bist du hingerannt? Jetzt zurück. Das macht mir gar nichts. Und wohin haust du ab? Lauf. So, aus dem Schrank gepult. So, jetzt kommst du auch wieder an Haken. So, einmal dran. Tschüssi.
Und hier vorne hatten wir gerade eben auch noch mal jemanden hin. Ich meine, die wird dann nicht ewig geblieben sein. Generator. Mist. Ich habe noch niemanden vollständig getötet. So. Jetzt war auch ein bisschen still bei. Hier sehe ich jetzt, dass da jemand rennt. Schauen wir mal. Okay. Gerettet wurde er. Dort und dort. Okay. Hm. Ist auch niemand. Das ist gerade Mist. So kann es natürlich auch mal passieren. Dass man einfach mal niemanden kriegt. Weg. Drei weg. Ja, beim nächsten Mal müssen wir sie einfach zu Tode campen. Nee, das müssen wir auch nicht. Ist nicht die feine Art. Ja, nicht so gut gelaufen. Schade. Ja, ich habe den Leuten erstmal gesagt, vielleicht hätte ich besser campen sollen, aber er meint, ich bin gut genug. Good run. Game. So. See you! Ja, damit verlassen wir das Match. War eine heikle Sache, aber das spiegelt sich wieder, dass ich den Backwater-Sumpf einfach nicht mag. Ey, der ist... Ah, ist nicht meine favorisierte Map. Nein, ganz und gar nicht. Wir schauen hier nochmal. Wir haben die Killer soweit alle durch. 8 Killer gab's oder gibt's bisher an der Zahl, so wie das hier vom Platz vermuten lässt. Kommen irgendwann noch weitere. Wir können uns nochmal hier durchlesen. Starke Beile. Lade den Wurf auf für maximale Wurfgeschwindigkeit. Der Wurf kann abgebrochen werden. Beile werden mit Verwendung verbraucht.
Pfeile können bei Schließschränken aufgefüllt werden, die ihren Summ zwischen 32 und 20 Metern, der Terrorradius beginnt ab 20 Metern. Leicht verringerte Bewegungsgeschwindigkeit. Lehrbare Perks, Raubtier, Gebietszwang, Fluch, Fliegenlied der Jägerin. Ja, so viel schon mal zu dem Ersteindruck. Mir hat die Killerin zum Spielen sehr gefallen. Als Gegner finde ich sie ziemlich scheiße. Aber tut ja nicht wirklich viel zu sagen. Ich danke auch an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht mit Dead by Daylight. Bis dahin.